Liebe Trader, im heutigen Video widme ich mich mal wieder den DPA Price Reactions. Was ja viele Börsianer immer noch unterschätzen, ist die Tatsache, dass bedeutsame Nachrichten oft neue Trends begründen bzw. den Startschuss für eine neue, mehrtägige Rallye-Bewegung darstellen. Und der Scanner Price Reactions ist dazu konzipiert, um sofort die relevanten Nachrichten des Tages im Blick zu haben. Bezüglich dem DPA AFX Profit kann man Folgendes sagen: Er ist ja entgeltlich erwerbbar, verfügt aber über ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Außerdem hat er eine sehr gute Nachrichtenabdeckung, was den deutschen Markt angeht. Und der Hauptvorteil ist eben, dass wir das Ganze in das Trading Desk einbinden können und eben dann mit Hilfe der Price Reactions das Nachrichtenuniversum auf die relevantesten Nachrichten entsprechend prüfen, die wiederum Einfluss auf Aktien nehmen. Und zum Beispiel gerade aktive Trader, womöglich auch Daytrader, sollten sich ja immer dort bewegen in Aktien, wo die höchste Volatilität vorhanden ist oder wo einfach viel Bewegung vorhanden ist. Und eben, weil das Ganze immer wieder hauptsächlich auf neue, relevante Nachrichten zurückzuführen ist, stellt man auch hiermit sicher, dass man immer so ein bisschen am Puls der Zeit agiert, ja? Wie ist das Ganze aufgebaut? Zum Linken haben wir den allgemeinen Newsfeed. Ja, hier kommen sämtliche Nachrichten über die Ticker, Wirtschaftsnachrichten, Ad-Hocs, Insider-Dealings, Analysteneinstufungen. Im zweiten Fenster haben wir dann die Price Reactions. Und dieser Scanner funktioniert folgendermaßen. Wenn eine Nachricht über DPAFX kommt bezüglich einer Aktie und in dieser Aktie wird aufgrund der Nachricht eine Preisreaktion ausgelöst, die größer beziehungsweise kleiner 1% ist, dann wird mir das Ganze hier angezeigt. Und ich erhalte hier eben eine sehr, sehr gute Übersicht. Beginnen wir mal mit Stabilus. Heute Morgen um 8.23 Uhr kam die erste Nachricht. Inzwischen notiert die Aktie mit 4,74% im Minus. Und es gab bis jetzt 4 relevante Nachrichten. Wenn ich jetzt hier draufklicke auf dieses Symbol, dann wird mir im DPA sofort nur noch die Nachrichten bezüglich Stabilus angezeigt. Und wir sehen heute Morgen um 7.19 Uhr, Kepler-Chevreux hat entsprechend das Anlagevotum von Kaufen auf Halten heruntergesenkt und hat entsprechend zu Gewinnmitnahmen geraten. Und offensichtlich nimmt diese Nachricht auch Einfluss auf die Aktie, die ja inzwischen jetzt mit knapp 5% hinten liegt. Ja? Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Heute Morgen, Schaeffler. Ich klicke drauf, bekomme hier alle relevanten Nachrichten. Wir können schauen. Um 6.54 Uhr, Jefferies hat zum einen das Anlagevotum von Halten auf Kaufen hochgestuft und auch das Kursziel von 13,50 Euro auf 16 Euro, Aktien notiert mit knapp 4% vorne. Komisch, wir haben zwei Aktien aus dem Automobilzuliefererbereich, die eine liegt mit 5% hinten, die andere mit knapp 4% vorne. Ja? Diese Tatsache zeigt mal wieder eindrucksvoll, wie stark eben Aktien auf Nachrichten reagieren. Zu meiner rechten Hand, hier habe ich jetzt noch gar nichts dazu gesagt, sehen wir, dass wir auch entsprechend sofort den entsprechenden Chart für die Aktie bekommen. Das heißt, in dem Zug, wo ich auf Schaeffler gewechselt habe, habe ich auch gleich den Chart einmal auf Tagesbasis mir angezeigt bekommen und hier oben im 10-Minuten-Bereich. Tageschart ist in dem Sinne wertvoll, dass ich das Ganze sofort einordnen kann. Ja, haben wir eine schöne Aufwärtstrendstruktur, eine bullische Konsolidierung. Bei Schaeffler sah das Ganze sehr konstruktiv aus. Eben hier diese jüngste Impulsbewegung schön auskonsolidiert. Gestern schöner Inside-Day, das heißt einfach ein Tag mit einer relativ geringen Handelsspanne, woraus oft neue dynamische Bewegungen entstehen können. Gerade dann, wenn eben noch ein Nachrichtenkatalysator hinzukommt. Und hier oben, die kleinere Zeiteinheit finde ich auch sehr, sehr wertvoll. Vor allem, wenn man eben sieht, okay, heute Morgen sofort nach oben durchgezogen und dann hat sich die Aktie über mehrere Stunden beispielsweise eine so schöne bullische Konsolidierung gegönnt. Gerade auch als aktiver Daytrader kann man eben hier über solche bullischen Konsolidierungsverläufe immer mal wieder den schnellen Einstieg in eine solche Aktie suchen und deshalb hier oben auch immer noch der Intraday-Chart. Und mit dieser allgemeinen Vorgehensweise stelle ich dann einfach auch sicher, dass ich keine relevante Nachricht am Tag verpasst habe. Gerade wenn wir uns in der Quartalsberichtssaison befinden und wirklich eine regelrechte Zahlenflut am Morgen bekommen und wir auch einfach keine Zeit haben, jeden Bericht bis zum Ende zu lesen, können wir sofort schauen, okay, wo gab es relevante Nachrichten und wo hat dann auch entsprechend eine Preisreaktion stattgefunden. Ab 15.30 Uhr kommt dann auch noch der US-Markt hinzu, das heißt, wenn es entsprechende Nachrichten bezüglich US-Aktien gibt, die über den DPA-Ticker kommen, werden mir diese dann auch wiederum hier angezeigt.
Erwähnenswert ist an der Stelle übrigens auch noch, dass der Scanner wirklich bereits morgens ab 7.30 Uhr arbeitet, wenn es die ersten Indikationen über Lang und Schwarz gibt. Vieles läuft ja auch schon immer in der Vorbörse ab und da kann ich dann entsprechend auch sofort auf entsprechende Preisreaktionen reagieren. Abschließend schauen wir uns jetzt mal noch Folgendes an. Ich gehe unter News und dann unter das News Terminal. Hier übrigens ein großer Vorteil, wir bekommen eine Kategorisierung der Nachrichten, vor allem halt immer wichtig Ad-Hocs, Insider-Transaktionen und eben die Analysten-Statements. Und wenn wir jetzt hier mal gezielt reingehen und ich scroll hoch auf 6 Uhr, wo die ersten, beziehungsweise auf Beginn des Tages, und dann sehen wir ja, 19. Januar, die ersten Nachrichten kamen bereits um 6 Uhr über die Ticker. Ja, und man sieht, wenn ich jetzt hier mal runter scroll, was für eine Flut an Analysteneinstufungen hier über die Ticker kommt, ja. Und wenn dann eben auch noch Quartalsberichtssaison ist und es kommen auch noch zusätzliche Quartalsberichte hinzu, dann kommt man hier morgens gerne auch mal an seine Grenzen und da ist eben dann wirklich auch wieder, sind die Price Reactions wirklich Gold wert, indem sofort alle relevanten Nachrichten herausgefiltert werden. Als Fazit kann ich eigentlich nur Folgendes sagen. Wenn man erst einmal in den Genuss der Price Reactions gekommen ist und sich wirklich über die Macht der Nachrichtenkomponente bewusst ist, dann möchte man dieses Tool nicht mehr missen.